In diesem Video zeige ich euch, wie man einen Verbrennungsaussetzer bei einem Fox mit 1,2 Liter 6V-Motor diagnostizieren und beheben kann. Zuerst lesen wir den Fehlerspeicher aus. Das Motorsteuergerät hat auf Zylinder 2 Verbrennungsaussetzer erkannt. Um die Aussetzererkennung bildlich darzustellen, gehen wir in die erweiterten Messwerte rein. Suchen die Blöcke für die jeweiligen Zylinder heraus. Der zweite Zylinder zählt sofort die Aussetzer hoch und der Motor ruckelt. Die einfachste Methode bei dieser Fehlersuche ist es, die Bauteile wie Zündspule, Zündkerze und Einspritzventil querzutauschen und dabei den Messwertblock zu beobachten. Nach dem Quertausch der genannten Bauteile hat sich das Fehlerbild nicht verändert und die Verbrennungsaussetzer blieben auf dem zweiten Zylinder. Im weiteren Verlauf der Fehlersuche wurde die Kompression gemessen und es hat sich herausgestellt, dass der zweite Zylinder nur noch 5 bar Druck hat, statt mindestens 10 bar. Das erklärt auch, warum der zweite Zylinder nicht richtig zündet. Bei der Druckverlustprüfung ist aufgefallen, dass der Druck durch die Abgasanlage entweicht. Für eine weitere Diagnose muss der Zylinderkopf ausgebaut werden. Thank you.
Ein kurzer Blick auf das Auslassventil vom zweiten Zylinder und man erkennt sofort ein verbranntes Ventil. Der Fehlerverursacher ist hierbei die Ventilführung. Das heißt, dass das Ventilspiel zu groß ist und deswegen das Auslassventil nicht richtig am Ventilsitz anliegt. Der Ventilsitz ist die Stelle, an der das Ventil abdichtet. Wenn das Ventil nicht richtig am Ventilsitz anliegt, dann kann es die Wärme nicht abgeben. Das führt dazu, dass das Ventil überhitzt und verbrennt. Das ist die eigentliche Fehlerursache. Die Ventilführungen von den Auslassventilen müssen ausgetauscht und die Ventilsitze gefräst werden. We'll be right back.